Herzlich willkommen wieder zurück bei Call of Duty Black Ops 3. Meine Fresse, die letzte Mission war einfach sowas von abartig geil. Ein Actionfeuerwerk der allerhöchsten Güte. Und ich vermute mal, diese Mission wird, nicht minder actionlastig. Ich keine Wahl. Wir mussten die undichten Stellen schließen. Ich weiß. Ich weiß auch, dass die Immortals es nicht gern sehen würden, dass wir den Go-Bruder gekillt und die Schwester verstümmelt haben. Ah, stimmt, wir haben eher die Hand abgetrennt. Korrekt. Wir müssen zu Taylors letztem Einsatzort, dem Epizentrum der ursprünglichen Katastrophe. Zum alten Auf jeden fucking Fall. Da müssen wir hin. Wir gucken aber erst nochmal ganz kurz, ob ich hier... Wie konnte ich denn nochmal mein Helm wechseln? Klassenoption? Nee. Wir wollen nochmal ganz kurz gucken, ob ich hier noch irgendeine andere Klasse mir erstellen kann. Denn sowas hier, Level 8, sind wir anscheinend noch nicht. Ah, hier gibt's noch neue Knusperwaffen. Wir haben die XR2, die haben wir schon benutzt. Die AK-47 oder KN-44. Ansonsten möchte ich natürlich auch diese Waffen hier. Vollautomatisches Sturmgewehr. Moderater Schaden, minimaler Rückstoß. Klingt eigentlich sehr geil. So, freischalten und ausrüsten. Damit haben wir noch einen Fähigkeitspunkt. Machen wir auf jeden Fall drauf. So, was macht man noch? Stabilisierung ist bei so einem Teil immer gut. Erweitertes Magazin auf jeden. Und ja, die Wildcards werde ich auf jeden Fall benutzen. Und ich habe noch keine Ahnung, wie ich hier weitere Wildcards freischalten kann. Weil hier sind ja keine. Ab Level 8. Alles klar. Geht halt noch nicht. Zweite Granate. Was gibt's denn sonst noch? EMP. Kann man auch mal machen, ne? Kann man auch einfach mal machen. So, machen wir einfach mal EMP, warum nicht? Aufsatz gibt's für die Knarre nicht. Und das können wir uns nicht holen, weil wir keine weiteren Punkte haben. Okay, dann war's das. Dann würde ich mal sagen, geht es ab in die nächste Mission. Die Waffen würde ich dann gleich mal nehmen, oder? Damit wir die gleich mal ausprobieren können. Welche waren es denn jetzt? Die Nummer 4, ne? Genau. Da, an den Granaten sehe ich es ja schon. An der Waffe leider nicht, ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Wir haben hier die XR2, dann die AK. Die CUDA, mit der haben wir das letzte Mal gespielt. Die ist eigentlich ziemlich nice. War aber ein bisschen schwach auf der Brust. Und ich hoffe, die ist jetzt der CUDA sehr ähnlich, nur hat ein bisschen mehr Bums. Mal schauen. Ich freue mich, Leute. Nächste Mission. Call of Duty Black Ops 3. Lasst es krachen. Das ist ein Fake. Das glaube ich nicht. Das Material ist falsch. Nicht real. Ich wünschte, es wäre so, aber das geht noch weiter als die Morde bei der Geheimstation. Kane, sag ihm, was du weißt. Die Informationslecks breiten sich aus. Sie gefährden WA-Operationen weltweit. Sie kennen unsere Schwachstellen und mobilisieren Truppen in instabilen Gebieten. Keine Frage. Taylor ist fertig. Wir folgen also den Spuren seiner letzten Operation. Dem Alarm unterhalb der Koalessenzanlage. Vielleicht finden wir da unten Hinweise auf ihre Motive. Vergessen wir die Immortals nicht. Wir haben einem das Hirn geleert und einen verstümmelt. Die werden sich rächen. Taylors Team hat auf ein Prioritätsalarmsignal reagiert. Es hat seinen Ursprung fast eine Meile unter der alten Koalessenzanlage. Ich habe mir alle verfügbaren Infos und Baupläne gezogen. Was dort ist, steht auf keiner Karte. Ein Großteil des Gebäudes wurde im Desaster zerstört. Der bestmögliche Zugang ist durch den mittleren Silo. Danke, Kane. Große Hilfe. Also folgen wir Taylors Fußstapfen. Vielleicht finden wir da unten etwas, das uns Antworten gibt. Überwachungsdrohne bestätigt mehrere Signaturen. Oben. 54i. Sie sind sehr wahrscheinlich schon drin. Ach was. Gerade ist Verstärkung eingetroffen. Wird wohl kaum leise vonstatten gehen.
Es gibt mehrere Zugangswege. Aufteilen. Okay, es gibt mehrere Zugangswege. Ich soll da lang. Will ich aber nicht. Ich will einen anderen Zugangsweg. Ich will den abknallen auf jeden Fall. So. Er hat gesagt, es wird eh nicht leise passieren. Finde ich richtig. Dass es eh nicht leise passieren wird, das war uns allen klar. Erst recht, wenn ich hier im Pad sitze. Trottel. So. Und da oben ballert es auch gleich wieder los. Geil. Schön. Mehrere Zugangswege, aber bitte nicht einen Meter hier neben der Straße laufen. Wer läuft denn auch neben der Straße? Dann sehe ich die Gegner ja gar nicht, ne? Okay, die Waffe gefällt mir schon. Die hat schön Bums. Da noch ein schönes Upgrade reinhauen, dass man schneller nachladen kann. Dann ist das Ding eigentlich wirklich perfekt. Oh, so. Hauen wir mal Granate da rein. Ich glaube, da ist einer drin. Das Auto kann nicht mehr hochgehen. Wenn das hier hochgeht, dann glaube ich nicht mehr an die Physik von Call of Duty. Denn die ist eigentlich sehr realistisch. So. Und mir habe ich das Gefühl, ich will langsam losrennen, aber es rennt immer noch einer aus dem Off hier raus. Ei, da ist die Granate. Meine Herren. Ich weiß gar nicht mehr, wie war denn das früher, wenn eine Granate geflogen ist? Du konntest gar nicht so schnell wegrutschen. Ist man dann noch schneller gestorben. So, warte mal, denn hier Schönes. Nehmen wir doch mal. Yes, den wollte ich treffen. Hauen wir einfach mal so rein. Gekonnt drüber geballert. Ach, das war der Raketenwerfer. Den kann ich jetzt auf 4 ausrüsten, ne? Ei, Karamba. So wollen wir's. Wir gehen hier lang. Okay, wartet mal. Ach, jetzt habe ich natürlich die EMP-Granate, ne? Die bringt natürlich nichts bei den Normalo-Leuten. Daneben. Scharfschütze, der nicht scharf schützt. Hat verschützt. Im Arsch geballert. Ah. Ja. Einmal Munition zum Mitnehmen, bitte. Zack. Oh! Meine Fresse. Ja, ja, ASP, ich weiß nicht, was das ist, aber. Wie kann sie noch funktionieren? Was zur Hölle ist ein AS-Dings? Die AFD. Halt deine Kackgranate. Ach, das Ding oder was? Heilige Kacke. Okay, Verteidigungssystem unter Kern. Was? Beschädigen Sie den... Was machst du denn jetzt hier? Hör doch mal auf mit dem Käse. Ich hab... Gerade willst du einmal lesen, was da steht, da haut dir mal eins in die Fresse. Treff Ihr Verteidigungssystem! Fast geschafft! Fast geschafft? Echt? War ich so gut? Oh, ist eine riesige Kanone, was mich anguckt. Keine Ahnung, aber so wird's nix. Okay, ich habe das Gefühl, ich muss einfach da drunter rennen und ordentlich aufräumen. So wird's auch nix. Warte mal, aber EMP ist doch genau das Richtige. Hab ich nicht extra EMP-Granaten, die für sowas da sind? Eingehende Angriffe abwehrt. Schalte es mit zielgerichtetem Beschuss kurzzeitig aus und trifft die ASP dann mit dem Raketenwerfer. Trifft das Verteidigungssystem der ASP unter dem Kern. Wie denn? Ah, das ballert weg. Triff Ihr Verteidigungssystem. Fast geschafft. Ah, ganz normal darauf ballern und dann in der richtigen Sekunde nachsetzen mit dem Raketenwerfer. Okay, hab's begriffen. Da ist es. Eieieiei. Okay, Freund Blase, jetzt habe ich begriffen, wie... System offline. Triff sie mit dem Raketenwerfer, bevor es wieder aktiviert wird. Okay. Sauberer Treffer. Nimm Ihr Verteidigungssystem weiter unter leichten Beschuss. Unter leichten Beschuss, natürlich. Eigentlich ziemlich geil, aber was ich nicht verstehe, warum diese EMP-Granaten nicht helfen. Schieß weiter auf Ihr Verteidigungssystem. Sollte nicht mehr lange dauern. ASP-Verteidigung deaktiviert. Ja, komm. Yes, da zappelt er. Da geht er down. Es ist einfach nur eine riesige Kanone. Ganz ehrlich. Designtechnisch ist es aber auch ein bisschen sehr simpel.
Wir nehmen eine riesige Kanone mit 4 Beinen. Das ist geil. Irgendwie ist es auch logisch, ne? Klingt irgendwie schon so dumm, dass es geil ist. Verbinde dich mit der Konsole. Ein schneller Hack sollte reichen. Das wird nie langweilig, was? Niemals. Oh ja. Heute gibt es nur Überraschungen. So. Okay, wir werfen einfach mal die Flasche runter. Und gucken einfach mal, ob die Hölle losbricht. Das sieht schon so groß aus, als würde hier gleich alles einbrechen, oder? Oder? Hier passiert doch irgendwas ganz Schlimmes. Sei nicht nervös. Das ist nur ein Reflex einer toten Programmierung. Naja, sei nicht nervös. Okay. Willkommen bei Coalescence, Ihrer Zukunft. Bitte melden Sie sich mit Ihrer Gruppe an. Bitte melde dich. Ich bringe uns rein. Okay. Die Frage ist, wenn wir drinnen sind. Diese Leichen sind schon einige Tage hier. Kommen wir da jemals wieder raus? Okay, muss da kann ich drauf auf die Geheimstation passiert sein. Sieht das nach Taylor aus, Hendrix? Vielleicht. Einzelschüsse in den Kopf. Der hier. Der Helm ist doch ehrlich, original aus Advanced Warfare. Natürlich war das Taylor. Die CIA hat sie hergebracht, weil diese verdammten Trottel hier rumgeschnüffelt haben. Hey. Mach dir nichts draus, Kane. Ich hab bloß miese Laune. Ich orte eine EMF-Quelle in der Nähe. Wie ein kleines elektronisches Gerät. Könnte bei einer der Leichen sein. Ah, das wollte ich doch mal nehmen, oder? Wenn ich jetzt Q drücke? Das wollte ich! Alles klar. Okay. Hab's. Ladedaten hoch. Jetzt hab ich ewig gesucht, diesen Bums. Die Zünderer hatten nicht bloß Glück. Sie haben einen Tipp von der CDP bekommen. Was macht er denn jetzt? Aktiviere Aufklärungsdrohne. Nachricht erhalten und verstanden, Hendrix. Synchronisiere die Kartenkoordinaten der Drohne mit deinem HUD. Meine Güte. Er macht aber noch eine kleine Show draus hier, ne? Einfach mal dahin fliegen, wo er hin will? Nö. So, ich kann hier drüben noch ein bisschen Muni sammeln. Doch, man starrt besser nicht zu lange in einen Abgrund. Weil? Sondern man springt direkt runter, oder was? Da geht es tief runter. Ich gehe vor. Alles klar. Do it. Also, wenn ich jetzt Q drücke, mache ich einen Riesenbums. Und alle in der Nähe sterben. Das ist geil. Diese Aufzeichnungen der Morde. Glaubst du, die waren gefälscht? Ich kenne Taylor schon sehr lange. Aber warum habe ich keinen Doppelschuss? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das war. Nicht auf diese Art. Vielleicht war er nicht der, für den wir ihn gehalten haben. Trotzdem, das erklärt nicht Hall, Maretti und Diaz. Warum sollten Sie da mitmachen? Wir gehen der Sache auf den Grund, egal was dabei rauskommt. Ich habe das Gefühl, dieses Symbol sagt mir, schieß besser nicht drauf. Aber toll's. Alter, du machst hier voll die Rutschparty deines Lebens und sagst mir nicht Bescheid. Vorsicht, Steinschlag. Geil, hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Okay, wir sollen ja durch dieses Silo durchgehen und dann sollen wir irgendwo hinkommen. Ich habe leider immer noch nicht begriffen, wohin. Ach, jetzt auf einmal können wir das machen, oder was? Mist, die verdammten 54i sind vor uns. Ich will das auch. Ich denke, wir sollten uns vorstellen. Warum kann ich das nicht, den Wallrun? Warte mal, es war so. Meiner macht's nicht. Ich habe es noch nicht gelernt. Schieß zuerst. Ich reagiere dann. So, 2 Granaten rein. Und dann heißt Powerbombs. Er fällt nicht um. Denkst du, er fällt mal um? Hendrix? Ich dachte ehrlich gesagt, du gehst da jetzt auch mal rein und machst so ein bisschen was. Der Hendrix. Der Hendrix steht einfach an der Seite und setzt sich hier hin. Wie frech. So, einmal ganz kurz gucken. Ist hier überhaupt noch wer? Irgendwo da hinten ballert's. Wir ballern einfach mal zurück. Okay. Jawohl. Da war was, was rot leuchtet. Einfach drauf schießen. Danke. Der hat eine Granate verloren.
Alter, jetzt setzt erstmal Schlagzeug ein. Jetzt geht's los. Was machen die hier? Ein schwimmender Affe. Willst du uns in einen verdammten Kaninchenbau schicken, Kane? Ich will dasselbe wie du, Hendrix. Diese Situation beenden, bevor es noch schlimmer wird. Alter, das tut doch weh, wenn ich hier runterspringe. Hopp. Pass auf, wo du hintrittst. Ja. Das ist etwas instabil. Was du nicht sagst. Eiskalt rennt er da einfach weiter drüber. Und ich würde ja erstmal ein bisschen stutzen, erstmal ein bisschen stehen bleiben. Die Lage checken. Nee, eiskalt. Der Hendrix, der hat's drauf, ne? Er hat so viele Module in seinem Hirn. Paralysiert. Dieser Roboter, der ist gezeichnet vom Krieg. Guck dich das an. Zugleich! Zugleich! Kane, warum verhalten die Roboter sich so? Könnte eine Art Stromschwankung sein. Die Stromschwankung ist nicht normal. Das ist so einer, der immer aufmuckt. So, ey, geh mal zur Seite. Ich mach dich. Die Tür ist offen. Drunter durch und geh. Soll ich dir auch helfen? Dreh dich sonst so durch. Oh. Der wollte nur Liebe. Der wollte nur Liebe und mal gestreichelt werden und ich hab's nicht bekommen. Es ist unwahrscheinlich, dass nach dem Desaster noch Systeme funktionieren. Aber wir wissen nicht, was da unten ist. Okay, da kann ich drauf ballern. Es geht hoch. Ja, ich weiß, was hier unten ist. Hier sind ganz viele blinkende Kanister. Hier wird gleich die Hölle losbrechen. Ohne sind sie hier durch. Will jemand einen Hunderter wetten, dass wir da unten nichts Gefährliches finden? Nein. Hey, was zur Hölle? Hey, hey! Hendrix, yes. Wir haben euch anvisiert. Okay, wir müssen hier weg. Einfach mal auf den Boden hauen. So, erstmal in Deckung gehen. Das war schon ziemlich geil, wie sie auf einmal da stehen. Warte mal, wir haben nur noch das Ding hier. Zack. Trottel. Hat nicht viel gebracht. Zack. Die sterben da gar nicht dran, oder? Oh. Jeder muss einmal sterben. Heute ist deine Zeit. Ja. EMP. Jetzt können wir mal gucken, was es bringt. Okay. Auf jeden Fall fehlt der Schädel ab. Das ist schon mal ganz gut. Also was echt krass ist, dass diese Roboter hier gar nicht so stark sind, sondern dass die schön ihre Einzelteile zerfallen. Wer kontrolliert diese Roboter? Ich weiß nicht. Trianguliere die Quelle. Bisher noch kein Glück. Das war's schon. Ich traue dem Frieden nicht. Hier ist doch noch irgendwas los. Okay, schicke Aufklärungsdrohne vor. Mal sehen, wie tief der Kaninchenbau reicht. Brücke 1 für bessere Sicht. Auf verbesserte Sicht umschalten. Ich weiß ja nicht, ist das nur eine bessere Sicht? Eine ganz normale Lampe jetzt auch getan. Oder? Einfach meine Lampe schnell, benutzen. Die Aufklärungsdrohne wartet nicht. Nee, sorry, also mit der Sicht sehe ich gar nichts. Da ist das hier viel besser. Oh, oh. Das war knapp. Ach, wie geil. Guck dich das... Kane, war eine kurze Folge. Die Übertragung ist abgerissen. Probleme? Ach, was? Negativ. Die Baupläne enden am Grund des Silos. Ohne die Drohne sind wir blind. Irgendwas muss sie ausgeschaltet haben. Ich bin auch so blind hier. Weiter. GPS-Koordinaten des Alarms sind direkt voraus. Oh Gott. Die Stimmung hier ist gerade ziemlich geil, ne? Ja, ist schon ganz schön dicht. Hendrix? Ja, jetzt versteck dich nicht, mach dich her! Ich habe auch Angst. Ist doch schön. Kane, wir haben die Aufklärungsdrohne gefunden. Ihre Überreste. Oh. Voll die Blendung. Echt? Wir haben die Aufklärung. Ich habe die nicht gefunden. Da. Nun, wir hatten unseren Spaß. Warte, ich will mir das Symbol genauer ansehen. Erkennst du es? Sieht nach einem geheimen CIA-Projekt aus. Definitiv, das sieht man sofort an dem Wenn leuchtenden dieser Symbol. Zum Zeitpunkt des Desasters hier könnte auch in jeder Bar sie hängen. Aber. Einschicken können. Vor Taylor. Musst du mich ja. Immer so wegschieben? Ich glaube, hier will jemand was verbergen.
Blutspuren führen hier lang. Na, wenn das so ist, dann werden wir doch eindeutig den Blutspuren folgen. Ey, das ist ein Ultraschallgerät. Sehr cool. Also entweder ist ein Krankenhaus. Ah, warte mal hier, schönes. Zack. Ein Sammlerstück entdeckt. Ein bisschen Biomüll. Was ist hier los, Kane? Ich weiß auch nicht, was hier los ist, aber es sieht nicht gut aus. Was zur Hölle? Das ist gar nicht gut. Das ist fucking gar nicht gut. Oh! Weg hier, wohin denn? Es ist alles zu, du Trottel. Ah! Ja. Sehr gut. Zum Glück war da gerade wieder irgendwas Explosives. Nicht, dass hinter uns noch was kommt. Okay, das ist ziemlich geil, wie die jetzt hier vom Himmel fallen. Gib ihm. Bereich gesichert. Wir wissen nicht, was da unten ist. Was ist mit diesen Robotern los, Kane? Naja, es ist ein gegnerischer Roboter, oder? Ich habe Robotern noch nie gesehen. Irgendwie sind sie von ihren eingebauten Parametern abgewichen. Naja, aber sie sind ganz normale gegnerische Roboter. In schwach. Und sie haben Umkleidekabinen. Es wäre so geil, wenn der mich jetzt greifen würde. Jetzt kann er mich nicht mehr greifen. Der Zug ist abgefahren. Aha. Die Spiegel in der Zukunft sind auch nicht mehr das, was sie mal waren, ne? Das kann sowieso die ganze Call of Duty Engine nicht so gut, ne? Irgendwelche Spiegel. Okay, laut dem GPS sollte die Quelle des Signals da durchzufinden sein. Hier. Hacke die Konsole. Alles klar. Woher weißt du, dass da eine Konsole ist? Du konntest die noch gar nicht sehen. Beeil dich, wir müssen da rein. Die schon Anleihen an Aliens, oder? Schon ziemlich geil. Heilige Scheiße. Hendrix, überprüf die Konsolen. Vielleicht kann ich etwas von den lokalen Klappen ziehen. Okay, Kane. Du bist dran. Das sollte nicht hier sein. Zum Zeitpunkt des Unfalls gab es keine DNI-Versuche an Menschen. Nicht offiziell. Das waren bestimmt keine Freiwilligen. Sie sind alle mit einem Zentralserver verbunden. Jason! War er nicht unser Ziel? Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, wenn er tot ist. Wieso finden wir einen Haufen toter CIA-Leute mit seiner Handschrift? Eine Minute, Kane. Die CIA bringt uns rein. Teilt uns einen Kontakt zu. Und wir stolpern über eine CIA-Operation? Macht das etwa Sinn? Hendrix? Was meinst du damit? Weiß ich noch nicht. Halte nur Augen und Ohren auf. Besonders bei Kane. Okay. Alles okay, Hendrix? Ja, Kane, alles okay. Gut. Ich sehe Netzwerkaktivität aus einem Serverraum ein paar Etagen tiefer. Hey, das kann kein Zufall sein. Gehen wir! Nee, das ist natürlich kein Zufall, denn ich habe die absolute Lösung, ne? Wir springen ja immer wieder, denke ich jetzt mal, von den Zeitzonen hin und her. Und das liegt daran, dass wir wirklich noch im Koma sind. Wir sind noch im Koma und das wird uns alles nur eingepflanzt. Und wir sollen der CIA dabei auf da die Schliche kommen. Sichtverbesserung. Nee, wir sollen ihnen helfen, das Rätsel Bestätigt. Zu lösen. Alles klar, vielleicht sollte ich jetzt nochmal das Licht benutzen, denn jetzt sehe ich gar Geht nichts langsam. Mehr.
Sie könnte eure Optik und Kernsysteme stören. Ich muss ganz ehrlich sagen, das gefällt mir sehr gut hier. Alles klar. Jetzt brauche ich die Optik, jetzt ist sie kaputt. Was zur Hölle ist das? Hilf mir mal hoch. Vielleicht bekomme ich ja die Tür geöffnet. Okay. Was? Was machst du denn? Warum zeigst du mir deinen Arsch? Komm. Und hoppa. Eigentlich macht man das ja so nach hinten weg, ne? Du hast die Tür aufgekriegt, Hendrix. Ah, ich hab sie nicht geöffnet. Das ist schlecht. Dann hat's wer anders gemacht. Und, sieht man schon irgendwas? Von wo kommen sie, die Feinde? Hier drin sind noch mehr Testsubjekte. Oh ja. Das sind keine Subjekte, das sind Objekte. Denn auf Subjekte schießt man nicht. Was? Sie sind im Wasser! Ah, das sind sie. Boah, das war krass. Das war echt krass, wie auf einmal oben das Licht war. Ah, ich kann meine Zusatzdinger nicht benutzen. Die werden gleich hinter mir aufstehen. Mann, das geht ja alles hier noch. Gleich wird's hinter mir passieren. Ich sag's euch. Die Zukunft, ne? Da hast du überall Nachtsichtgeräte und alles, aber eine normale Glühbirne hat man nicht mehr. Das sind jetzt langsam doch ein paar mehr. So, mal her da oben. Schießen tun die gar nicht, ne? Die laufen nur wild rum. Ah, hier, wir werden hier wieder zurückkommen, ne? Wir werden wieder zurückkommen, das war's noch nicht. Verstanden. Messe direkt voraus eine starke Stromschwankung. Das war's definitiv noch nicht. Wir werden hier wahrscheinlich actiongeladen wieder zurückrennen müssen. Roboter hier, Kane. Ruhig. Lass dir Zeit. Kane, ich wurde von den anderen getrennt. Vor mir scheint der Serverraum zu liegen. Will ja nicht stören, also lass mich bitte einfach durch. Ich habe so Schiss, dass einfach mal hinter mir einer steht. Direkt vor dir ist ein Ausgang. Ajo. Raus aus der Hütte. Da kommt gar keiner mehr, oder? Das war's schon. Irgendwas trampeln. Da ist er! Alter, wie krass! Habe ich gerade gehört, ne? Links neben mir ist so. Wurden nie identifiziert. Wittert noch jemand eine Vertuschung? Ich witter keine Vertuschung, ich witter eine fette Falle. Wir nehmen mal die AK. Ich habe das Gefühl, gegen die Robocops, die sind relativ langsam, aber die AK hat ein bisschen mehr Bums. Du musst das nicht machen. Das Blut an unseren Händen können wir nicht fortwaschen. Du weißt, wer ich bin. Ich bitte dich umzukehren. Lauf weg. Kane, Diaz meldet sich über einen sicheren Kanal. Till hat recht. Wir müssen der Welt die Wahrheit zeigen. Oh nein, er ist mit den Servern verbunden. Sende ihn Edith als Leiter für jede Info, die hier unten gespeichert ist. Er hat die Roboter gesteuert, ihr Schwarmbewusstsein kontrolliert. Er wird sein Gehirn überladen. Hör mir zu, wir müssen ihn aufhalten. Wir müssen es stilllegen. Er überträgt gerade alles von diesen Servern direkt an unsere Feinde. Wir müssen diese Situation eindämmen. Eindämmen heißt wie? Sag mir nicht, was ich machen soll, sag mir, wie ich es machen soll. Was immer mit dir und den anderen geschehen ist, du musst aufhören. Ich bin bereit, für die Wahrheit zu sterben. Du bist bereit zu sterben? Du kannst Diaz nur vom Server trennen, indem du den Kern über ihn zerstörst. Hey, ich bin oben im Kontrollraum. Was soll ich tun? Greif für mich auf die Primärsysteme zu. Wenn wir eine Live-Verbindung über dein DNI herstellen, kann ich die Schwächen des Kerns finden. Du bist der Boss, Lady. Auf jeden Fall. Hau einfach drauf. Schießt auf die alles. Kühlstäbe in den Türmen um Diaz. Dadurch wird der entsprechende Zugriffspunkt des Kerns freigelegt. Weil der offen ist, müsst ihr darauf gelangen und eine Granate reinwerfen. Kühlturm 1 freigelegt.
Kühlturm 1 freigelegt. Wo ist der? Kühlturm 1 offline. Kern freigelegt. Ich glaube, das wird dem Roboter hier gar nicht gut gefallen. Lassen Sie die Gedanken treiben. Die Gedanken sind frei. Du musst nah ran. Wir müssen im freigelegten Schacht einen Sprengsatz anbringen. Lass die schlechten Erinnerungen los. Er hat gesessen. Na los, okay. Klettere den Zentralturm hoch. Platziere dort eine Granate. Alles klar. Granate, Granate. Dran dabei. Ins Röhrchen reingebombt. So. Granate gezündet. Kane, hat es funktioniert? Ja. Zentralkern ist bei 66%. Wieso 66? Ich will 0. 0 war der Plan. Bin dabei, Kühlturm 2 zu öffnen. I'll do it. Sehen. Schnell, Kane. Ich werde hier überrannt. Naja, die Lappenjohnnies, die können ja gar nichts. Die kommen von allen Seiten. Das ist ja auch gar nicht gut. Dich habe ich gesehen, Freundchen. Dich habe ich gesehen. So, nochmal V. Zack. Auf die Schnauze. Der Baller-Johnny da hinten, der geht mir tierisch auf den Keks. Kühlturm 2 freigelegt. Wo ist denn das Ding? Da hinten. Wer kann denn ahnen, dass die 2 gegenüber ist? Kühlturm 2 offline. Kern okay, freigelegt. Ja, ne? 2 Granaten sind besser als einer mal mitgekriegt. Ey, da komme ich jetzt nicht hin. Okay, noch eine Granate so da hinten hin. So einfach mal so. Ein bisschen ungefähr. Reicht. Sie sind jetzt in einem Verweis. Okay. Reicht. Und ran da. Und lächeln. Zack. Rein in den Suppenschacht. So, warte mal, hier unten war noch irgendwo Munition. Zentralkern runter auf 33%. Noch einer. Arbeite an Turm 3. Hendrix, was machst du da oben? Hilf mir. So, Running Man, du brauchst gar nicht abhauen. Ui, da kommen sie aber alle angerannt hier. Auf jeden Fall brauche ich verdammt nochmal Hilfe. Dass ich das überhaupt erwähnen muss, Mann. Der ist da oben alleine und macht seinen Computer-Excel-Kurs. Diese heroische Musik. Scheiße. Und wie... Okay, einmal ganz kurz zurückziehen. Einmal eine Blendgranate. Wow! Hier kommen sie. Angerammt. Kann euch auch nicht retten. Kühlturm 3 freigelegt. Ich zeig dir, wie deine Haut schmilzt. Maul! Maul! Okay! Im direkten Boxkampf habe ich keine Chance. So, weg da! Ich muss da mal kurz ran. Es wird ihn umbringen. Wir sind am Arsch. Das wird sein verdammtes Hirn rösten. Ich das weiß. Glaube ich nicht. Ich kenne ihn. Ich habe mit ihm gekämpft. Er sollte nicht so sterben müssen. Es tut mir leid. Es ist okay, Hendrix. Ich kann ihn sehen.
besten Wald. Scheiße! Kane, hast du das gehört? Was gehört? Was hast du gesehen, Hendrix? Hast du was bekommen? Hendrix! Taylor sucht nach zwei Überlebenden des Coalescence-Desasters. Er hat Singapur verlassen. Wie hat er das denn angestellt? Man gewinnt neue Freunde, wenn man sein Land verrät. Mist. Wir werden von oben angegriffen. Es sind die Immortals. Sind sie dort unten? Die, die meinen Bruder töteten? Ja, ja. Meine Männer gehen rein. Haben wir die Standorte der CIA-Unterschlüpfe erhalten? Ja, Madame. Flutet es. Meine Männer sind da unten. Jagt es hoch! Was zur Hölle war das? Was das zur Hölle war, ist doch klar. Jetzt geht's richtig ab. In der ganzen Anlage gab es mehrere Explosionen. Verschwindet sofort! So wie immer, am Ende einer jeden Mission muss es extrem geil werden. Okay, raus aus der Scheiße hier. Ich hab grad Hendrix in den Schädel geschossen. Schade, ich würde oben lang klettern. Wo kommen die eigentlich auf einmal alle her hier? Nicht anhalten! Los, los, los! Ich halte nicht an, Mann. Hast du eine Macke, explodiert alles. Boah. Okay, nochmal nachladen. Wir müssen wissen, wen Taylor eigentlich sucht. Ja, ich wusste es doch, wir kommen hier nochmal vorbei. Das dauert nur ein paar Minuten. Ich wusste es doch. Das kann es denn noch nicht gewesen sein, diese paar Hampelmänner, die da waren. Zack. So, jetzt aber schön schnell und zackig hier raus aus der Bude. Hey, okay, Kacke. Ich helfe euch. Öffne die Tür und flute das Labor. Was? Bist du das klingt irre? Nicht gut. Ich mach doch das nicht auf. Klappt. Eure Lungen sollten mehr als genug Luft haben, um zur Oberfläche zu gelangen. Okay. Aber wenn das schief geht, werde ich. Bin ich tot. Okay. Na dann. Mist. Sie klemmt. Muss Türsystem überbrücken. Schütze mich. Alter, ich hau einfach drauf, Junge. Nur noch ein paar Sekunden. Es wird dich wegpusten. Es wird dich wegpusten. Es pustet dich weg. Geh da doch zur Seite. Alter, was ist denn hier los? Ich wollte gucken, wie mein Kollege weggepustet wird. Achtung. Ich habe die Überlebenden identifiziert. Sebastian, soll ich dir vielleicht einfach mal helfen? Das ist doch albern, dass ich hier mitballere. Wir müssen doch raus aus der Scheiße. Komm jetzt. Mann. Der zerrt da wie so ein Ochse. Und ich habe hier Spaß mit meinen Robos. Ja, jetzt auf einmal oder was? Das war doch klar, dass ich dir helfen muss. Und. Boah. Die volle Mundspüle. Lecker. Okay, raus. Ja, natürlich. Okay, das ist ziemlich nice. Gab's sowas überhaupt schon mal in Call of Duty? Der Wasserdruck wird euch direkt aus dem Silo schleudern. Alles klar. Sobald ich die Tür sprenge, wird uns der Druck hier rausspülen. Dann spreng das Ei. Es ist ziemlich geil inszeniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ist das für eine hammergeile Kaffeemaschine? Ich würde sie kaufen. Oh! Mann, sag doch einen Ton. So der Call of Duty typische 3-2-1 Ton. Das nennt man einen Autoscrawler. Okay, bleib hinter mir. Wir sind noch nicht raus. Nee. Achtung, da kommt ein Schwarm von Wasserbomben auf euch zu. Haltet Abstand. Es führt kein Weg drumherum. Nö, wir ballern sie einfach ab. Was soll der Käse? Die Brücke stürzt ein, aus dem Weg.
erwartet. Etwas stört meine Verbindung. Alter, Leute, ich warte hier gar nicht mehr. Ich will raus aus der Hütte. Ihr erzählt mir hier irgendwas, ich soll erwarten. Jetzt wird hier rausgeschwommen. Dein Sauerstoff hält stetig. Ja, eben, deswegen. Deswegen, das ist der Plan. Wir müssen hier raus und jetzt nicht ewig warten und die komischen Bomben hier angucken. Dein Sauerstoff ist kritisch. Du musst schneller schwimmen. Ja, eben sollte ich warten. Jetzt soll ich schneller schwimmen. Komm, raus hier. Bin ich tot? Lebe ich? Bist du okay? Alles klar. Kane! Das ist übel. Diaz hat die Positionen aller CIA-Unterschlüpfe auf der Welt verraten. Diesen eingeschlossen. Die Überwachungsdrohne bestätigt. Die Immortals sind bereits hierher unterwegs. Wir können sie nicht aufhalten. Verschwindet aus Singapur. Halte durch, Kane! Wir holen dich da raus!